Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Wir starten heute sofort durch. The first one is this one here. Das ist die Monstera adansonii. Das sind die gleichen hier, diese und diese. Ich zeige es euch etwas genauer. Das sind damals die Steckis, die wir herangezogen haben. Wir müssen das Schätzchen jetzt erstmal versorgen hier. Denn das steht hier ja, in so einem kleinen Pöttchen im Teich. Wurzeln sehen wir auch schon, die kommen schon raus tatsächlich. Ich habe das schon mal sauber gemacht. Ab und zu sollte man grundsätzlich alles im Wasser mal reinigen. Ne? Auch hier waren Algen drin tatsächlich und dann habe ich das einmal clean abgemacht. So, ich gieße die 500er Variante hier rein und gieße dementsprechend nochmal etwas reines Wasser hinterher, damit der Mikrosiemenswert hier nicht so hoch kommt. Und somit haben wir das Schätzchen schon mal versorgt. So, bei der Variante hier im Tontopf läuft gut. Untersetzer ist trocken. Wir dürfen tatsächlich wieder gießen. Und das werden wir hier bei der 1000er Variante heute machen. Tatsächlich sind es 930. Um mal nachzumessen, ob das hier soweit noch okay ist, dass wir das so ein bisschen mitnehmen können. Und hier in der Variante die Monstera adansonii in der Selbstbewässerung. Die ist ja tatsächlich auch am kräftigsten gewachsen. Richtig kräftig. Auch hier werde ich gleich nachmessen, euch sagen, was Sache ist. Und in dem Zuge schauen wir uns auch die Raphidophora Tetrasperma an. Denn das Ganze ist hier in der Wasserkultur. Ich habe das pH-Messgerät schon mal reingehangen, dass wir das kurz mitnehmen können. Wir haben einen pH-Wert von 7,1. Das ist soweit okay. Also interessanterweise geht hier der pH-Wert nicht runter. Aber auch hier ist etwas Holzkohle tatsächlich mit drin. Aber das Schönste ist bei der Raphidophora Tetrasperma, sehen wir gleich, nicht zu viel auf einmal machen hier. So, jetzt haben wir unsere Monstera adansonii erstmal versorgt. Und dann schaue ich mal, wie das aussieht und werde euch das gleich mitteilen. Wir wissen ja schon, dass die Monstera allgemein Starkzehrer sind. Man sieht es der Pflanze auch an. Sie ist stark grün. So, wir haben hier drin jetzt 930 Mikrosiemens tatsächlich. Also ist hier soweit alles okay. Hier gibt es einen kleinen Nachteil bei der Variante Topf. Denn der Untersetzer ist viel zu klein. Ich muss ja also wirklich jeden Tag Wasser reingießen. Und das ist natürlich voll daneben, weil da kann schnell mal passieren, dass auch mal trocken wird, weil jeden Tag gießen kann man den auch nicht. Ne? Also nehmen wir tatsächlich jetzt einen etwas größeren Untersetzer, der breiter ist. Und hier haben wir auch eher die Sichtkontakt zum, ja ich sag's mal so wie es ist, ne? Zum Boden, um dann dementsprechend zu sehen, wann wir wieder gießen müssen. Ja, es ist schon allgemein bei Töpfen, ne? Besser einen größeren Untersetzer nehmen. Jetzt läuft das Wasser hier unten, doch läuft durch, ich wollte gerade sagen, es läuft nicht durch. Das wäre der Burner gewesen. Ne? So, okay, dann ist der schon mal gut versorgt. pH-Wert brauchen wir jetzt hier nicht messen, weil das ist relativ unrelevant, weil wir jetzt frisches Wasser hier drin haben. Von daher ist das nicht ganz so wichtig. Hier wäre es schon wichtig, aber wir sehen, der Pflanze geht es gut, richtig gut, kräftig am Wachsen. So, dann schauen wir mal rein hier in die Selbstbewässerung. Ja, das sieht sehr gut aus. Ordentlich Wurzeln ausgebildet, das Ganze. Der einzige Nachteil hier bei der Variante ist natürlich, mit dem Einpflanzen oder Umpflanzen ist es nicht so einfach. Das heißt also, hier müssen wir tatsächlich von Zeit zu Zeit die Wurzeln abnehmen, damit sie überwiegend dann dementsprechend im Topf auch wachsen. Ne? Ansonsten kriegen wir Schwierigkeiten später beim Umpflanzen. Also da sollte man schon drauf achten. So, das kurz dazu. Wobei, das sind mehr oder weniger Anzucht. Töpfe in dem Sinne. Ne? Also hier kannst du keine Pflanze für ewig drin lassen. Ja gut, kannst du auch schon in der Berücksichtigung, sage ich mal, dass man sich gewiss ist, dass irgendwann Ende Gelände ist damit. Ne? Dann macht man sich neu und dann ist auch nicht das Problem. Von daher geht das hier natürlich auch, ganz klarer Fall. Du kannst die Wurzeln hier reinwachsen lassen, bis der ganze Pott voll Wurzeln ist. Kein Problem, das geht tatsächlich auch. Ne? Also wenn du jetzt nur kleine Pflanzen haben möchtest, dann ist das eine gute Variante tatsächlich auch. Pflegeleicht, pflege einfach in dem Sinne. So, wir haben noch nicht nachgemessen, das machen wir jetzt mal kurz gemeinsam, wie das ausschaut. Ja, meine Güte, es ist kalt draußen, es ist bewölkt. So, wir haben hier tatsächlich 500 Mikrosiemens drin, also das läuft gut. Wir sehen auch hier, im Substrat selber haben wir bei 1000 circa, ne, und im Wasser, weil hier ist zwar auch Substrat drin, aber die wachsen dann doch mehr eher im Wasser, das Ganze hier. Ne. Hier bei 500 Mikrosiemens läuft richtig gut, allerdings auch hier mit Urgesteinsmehl zwischendurch. Auch hier definitiv, machen bei allen Pflanzen jetzt, außer bei denen, die es gar nicht vertragen, aber das sind sehr, sehr, sehr wenige. Und das kriegen wir im Laufe der Zeit auch raus, welche das dann tatsächlich sind. Denn auch das ist wichtig mitzunehmen. Ja, wie oft gibt man denn Urgesteinsmehl dabei? Kann ich dir nicht sagen. Denn wir testen das Ganze erst aus. Wir sind noch ganz am Anfang dabei. Wir haben aber schon gelernt, dass es den Pflanzen gut tut. Und darauf kommt es ja letztlich an. Ne? Von daher, kannst immer mal ein bisschen mit beimachen, dann ist gut. So, interessanterweise haben wir pH-Wert von 7,3. Oh, okay. Ah gut, wir haben jetzt, ich hatte es glaube ich schon mal angesprochen, irgendwie anderes Wasser seit kurzem. Aber auf jeden Fall interessant, das auch hier so mitzunehmen. Ja, wir haben jetzt 7,3. Okay, der Pflanze geht es gut und von daher belasse ich das auch so und werde es nicht verändern. Mikrosiemenswert hatten wir ja.
Okay, also auch beim relativ hohen pH-Wert läuft's, interessanterweise. Dürfen wir einfach so mitnehmen. Okay, and the next one. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Raphidophora tetrasperma an, denn das Schätzchen, ja, läuft. Seit circa 7 Monaten tatsächlich steht sie im Wasser. Und das Interessante bei der Pflanze ist, ja, sie wächst halt stark nach oben, rankend auch. Ne? Und sie hat aber ein Phänomen, das, ich sag's mal so, zur Haltung der Pflanze selber sehr gut ist. Denn man kann sie im Kreise flechten, auf gut Deutsch gesagt, muss sie nicht hochwachsen lassen. Und trotz alledem geht es ihr dabei richtig gut. Okay, das gucken wir uns mal etwas näher an. Raphidophora tetrasperma. So, pH-Wert hat man, ne? 7,3. So, dann kommen wir zum Mikrosiemenswert, knapp 160. Also auch relativ wenig, machen wir eben die alten Blätter hier ab. Das kommt ab und zu mal vor, ne? Das ist normal. Nicht tragisch, auch das gibt es. So, warte mal, der Stiel hängt da noch dran. So, da ist der Stiel. Der Pflanze geht es richtig gut. Kräftiges Grün, trotz den relativ wenigen, ja, Leitwert, sagen wir es mal. Ne? Was an Nährstoffen ganz genau drin ist, wissen wir nicht. Ich gieße tatsächlich auch mal 500 rein. Genauso wie bei der Monstera Deliciosa, bei der Grünen. Ne? Auch da tatsächlich. Es entwickeln sich keine Algen hier drin. Das Ganze ist abgedeckt. Aber das Interessante ist das Wachstumsverhalten. Normal müsste ich jetzt mal rausziehen, auseinander machen. Aber dann muss ich wieder zusammen kuddeln in dem Sinne. Ne? Von daher belasse ich das hier so, wie das ist. Weil das ist nämlich richtig genial anzusehen. Richtig klasse, also das ist, ja, Wasserkultur, weiß Bescheid, ne? Ist sowieso schlechthin das Allerbeste. So, was wollte ich jetzt gesagt haben? Das Wachstumsverhalten. Sie wächst eigentlich strebenswert nach oben. Das kennen wir aus dem Dschungel, da haben wir ja die ganz große stehen. Das blende ich jetzt auch mal ganz kurz ein, wie die aussieht, damit man das jetzt hier im Bilde tatsächlich auch verstehen kann. Und, ja, jetzt kommt der Burner, schlechthin. Das gucken wir uns jetzt mal an. Was ist denn hier so genial oder fantastisch an der Pflanze? Sie macht tatsächlich, wenn wir sie jetzt im Kreise legen, das heißt, dann bringen wir den Haupttrieb nach unten, ne, und wieder nach oben und wieder nach unten, damit wir halt ein schön kompaktes Ding bekommen, dass es nicht in der Gegend rumflattert, dann macht die Pflanze etwas ganz Tolles. Und zwar macht sie oben an den Knicken einfach neue Austriebe. Und das ist das Coolste bei der ganzen Sache hier, weil dadurch wird das viel triebiger, noch buschiger und noch mehr, ich sag mal, interessanter tatsächlich. Ne? Man kann sie dann von da aus nach oben wachsen lassen, ganz klarer Fall, oder wie auch immer. Auf jeden Fall sowieso erstmal rauswachsen lassen, ganz klarer Fall. Und dementsprechend später wieder im Kreis legen, dann wenn das zu weit runterhängt oder wie auch immer. Also das ist eine richtig coole Sache. Von der Seite sieht es jetzt nicht so schön aus, ganz klarer Fall, weil das die hintere Seite ist. Ne? Aber auch hier, das ist richtig genial, muss ich sagen. Also total klasse. So, dann schauen wir uns auch nochmal den Wurzelbereich an. Das sieht doch schon mal richtig schick aus. Wie gesagt, abgedeckt, ne? Damit sich keine Algen drin entwickeln. Wobei hier sowieso sich wenig entwickeln wird, weil kaum Licht auch von oben kommt. Aber trotz alledem ist es besser. Ja, wir sehen jetzt die Holzkohle hier drin. Am 20.03., nee, am 27.08. kam er ins Glas rein hier tatsächlich. Also Wurzeln sehen gut aus. Nach wie vor wachsen die Wurzeln sehr verhalten. Ne? Trotzdem wir also relativ wenig Nährstoffe drin haben, also Mikrosiemenswerte, Leitwert in dem Sinne. Auf alle Fälle läuft das richtig klasse, muss ich sagen. Im Normalfall ist es ungefähr bis hierhin gefüllt. Das werde ich jetzt auch gleich wieder machen mit der 500er Variante. Das könnte ich jetzt eben mal schnell machen, bevor ich das gleich wieder vergesse. Weil ich bin nämlich schon am nächsten Clip in dem Sinne. Ja, und ich gieße und dünge so wie alle anderen Pflanzen auch. Also ich habe ja so einen Rhythmus, wo ich dann halt durch die Gegend laufe und gieße. Und egal was ich mache, dementsprechend kommt das hier auch mit rein. Und hier tatsächlich auch zwischendurch dann dementsprechend, wenn wir das Wasser mit Urgesteinsmehl ansetzen, dementsprechend auch davon einen kleinen Schluck rein. Aber immer nur einen kleinen Schluck, ne? Weil ich gieße auch regelmäßig hier eigentlich Wasser rein. Und von daher läuft das also richtig klasse, muss ich sagen. Also ist schon genialst, was diese Pflanze uns zeigt, ne? Wenig und sie kommt damit wunderbar zurecht und wächst total klasse. Okay. Jetzt kommen wir zum nächsten Kandidaten. Da schauen wir auch ein bisschen genauer heute hin. pH-Wert 6,9. Das ist soweit gut für die Monstera Deliciosa. Wenn ich mich mal vertausche, nicht ich mich, sondern die Namen vertausche von Pflanzen, seid mir nicht so böse, das kann im Eifer des Gefechts schon mal passieren. So, sieht die Pflanze aus. Kräftig und gesund. Das hier ist das letzte Blatt, oder ja, das letzte Blatt, was herausgewachsen ist. Kräftiges Grün, wunderschön ausgereift oder ist noch ein bisschen dabei, dauert noch etwas, aber nicht mehr ganz so lange. Das ist auch eine richtig coole Geschichte. Mikrosiemenswert knapp 200, nicht ganz. Also hier gieße ich auch immer 500 rein, definitiv. Es ist aber so, die Pflanze, die
zieht das natürlich auch raus hier aus dem kleinen Topf. Ne? Wie gesagt, ich zeige es euch gleich mal etwas genauer. Und wir hatten ja auch hier eine Wurzel zurückgeschnitten. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so erkennen können. Guck mal, kriegen wir das hin? Ja, so einfach nicht. Die hintere Wurzel siehst du, ne? Die jetzt unscharf gestellt ist. Die hatten wir zurückgeschnitten und die ist wieder am Austrag. Ne? Also da brauchst du keine Bange haben bei diesen Wurzeln, Luftwurzeln. Die kannst du tatsächlich einfach zurückschneiden und dann ist gut. So, okay. Ich mache jetzt eine kurze Pause und dann gucken wir auch gleich hier nochmal etwas näher hin. Jetzt betrachten wir uns mal den Wurzelbereich der Monstera, die wir gerade gesehen haben, der Deliciosa. Das ist so genial nach wie vor, dass die Pflanze das so mitmacht. Ne? Und umso mehr Wurzeln drin sind in einem Gefäß, umso einfacher ist die Pflege der Pflanze auch dementsprechend, wenn die Pflanze auch groß ist, ganz klarer Fall. Ne? Würde ich die Pflanze jetzt abschneiden, dann wäre das nicht mehr gegeben, weil die Pflanze dann kaum noch Wasser verbraucht. Dann würde das auch hier nicht mehr ganz so einfach laufen. Aber dadurch, dass sie viel Wasser verbraucht, füllen wir hier fast jeden zweiten Tag Wasser nach. Und dementsprechend bleiben die Werte auch relativ stabil hier bei dem Gefäß. Das ist schon eine richtig coole Sache, dass das so einfach funktioniert. Ne? Umso mehr Wurzeln drin sind im Gefäß und umso größer die Pflanze ist, also auch Wasser verbraucht, umso einfacher ist das Ganze in der Handhabung. Sicherlich, irgendwann müssen wir hier auch mal eingreifen, ein größeres Gefäß wählen, aber dann auch nur etwas größer, nicht zu groß. Ne? Am 20.09. haben wir das Ganze gestartet hier im Wasser. Das ist schon eine coole Sache. So. Ja, kräftiges Wachstum, sieht richtig gut aus, verbraucht viel Wasser, genau so muss das sein. So, dann kommen wir zu dem Schätzchen jetzt hier. Hier haben wir jetzt einen pH-Wert von 6,95, also knapp 7 kannst du sagen. Auch das läuft jetzt richtig gut hier. Wurzelwachstum auch richtig hammermäßig jetzt. Also hier geht ordentlich die Post ab, hier im Experiment mit dem Oxidator, um Sauerstoff reinzubekommen in die ganze Geschichte regelmäßig. Einfach nur testweise, ne? Und dementsprechend viel Holzkohle oder relativ viel Holzkohle, damit der pH-Wert stabil bleibt. Das Schöne ist, die Pflanze braucht jetzt mehr Wasser und dementsprechend kann ich auch hier regelmäßiger nachfüllen und dann wird es auch hier demnächst eine Nummer einfacher werden. Zumindest so lange, bis wir sie wieder abschneiden, um sie zu vermehren. In dem Zuge fülle ich jetzt auch schon mal ein bisschen nach hier, dass wir den Wasserstand ungefähr konstant halten. Nach wie vor kurz unter dem Stecki. Der lebt immer noch Wahnsinn. Ne? Und wir haben ja schon eine große Pflanze gewonnen von der hier. Die ist ja schon so. Ne? Die hat schon eine optimale Größe. Umso regelmäßiger wir nachfüllen können, umso einfacher ist es in der Handhabung. Da halten sich die Werte tatsächlich stabiler, wie wir es hier bei dem Schätzchen tatsächlich jetzt beobachten können. Ne? Konnten, können immer noch. Läuft richtig genial. So, jetzt komme ich kurz zu einer Frage auf Instagram, weil, ja, das zu beantworten ist immer so eine Sache. Hallo Detlef, mein Freund und ich sind absolute Fans deiner YouTube-Videos und dank dir bin ich jetzt eine stolze Besitzerin einer Monstera Deliciosa. Ja, wunderbar, das freut mich. So, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich aber ein Problem. Sie lässt ihre Blätter hängen und ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe oder ob ihr irgendwas fehlt. Vielleicht kannst du mir ja da weiterhelfen. Liebe Grüße. Ja, Jasmin, also grundsätzlich, wenn du sie jetzt als kurzen hast, kannst du eigentlich nicht viel falsch gemacht haben. Du kannst weder zu viel gegossen haben, noch zu viel gedüngt haben, noch zu wenig, noch sonst irgendwas. Der voraussichtlich wichtigste Aspekt ist gerade jetzt um diese Jahreszeit, wenn man sich Pflanzen holt, sie dürfen keiner Kälte ausgesetzt werden. Das ist ein bisschen schwierig manchmal in der Handhabung, das weiß ich auch. Ne, also am besten kurzer Weg aus dem Geschäft ins Auto, ganz schnell. Und umgekehrt genauso aus dem Auto ins Haus. Ganz schnell. Nach Möglichkeit auch einpacken in ein Tuch oder dergleichen. Ganz, ganz wichtig. Insbesondere, wenn die Temperaturen kühl sind, kalt sind. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und voraussichtlich wird das der Fehler gewesen sein und mehr dementsprechend nicht. Dabei hilft jetzt nur abwarten. Ne? Nicht zu viel gießen, ganz klarer Fall, wie alle anderen Pflanzen auch, logischerweise. Ich würde auch erstmal gar nicht düngen, erstmal abwarten ein paar Wochen. Und wenn du siehst, dass das Pflänzchen wieder straffer steht oder anfängt zu wachsen, dann kannst du dementsprechend auch anfangen, ganz normal wieder zu düngen und dementsprechend normal in dem Sinne zu gießen. Wie gesagt, nicht zu nass, gerade wenn sie in der Erde steht. Ganz, ganz wichtig zu wissen. So, Jasmin, mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Aber das mal kurz so am Rande mitgenommen. Das kann nämlich auch passieren, ne? Wenn du Pflanzen der Kälte aussetzt, dann machen sie erstmal die Knicke. Aber in der Regel erholen sie sich wieder. In der Regel, wenn sie jetzt nicht zu lange kalt gestanden haben oder Frost bekommen haben. Das wäre natürlich noch fataler dementsprechend. So, ich gucke mal, wo wir jetzt gleich weitermachen hier. Ja, pH-Wert ist relativ geblieben, so in dem Sinne hier. Da hat sich jetzt nicht viel verändert, ist knapp unter 7. Und von daher läuft das also hier schon mal richtig gut. Aber nach wie vor dann jetzt auch zu beobachten, wie es mit der Holzkohle läuft. Ne? Ich schleiche mich jetzt hier aus dem Bild. Und dann gucken wir uns gleich mal hier die Schätzchen an. Die Monstera Adansoni Albo Variegata
denn die dürfen heute tatsächlich einpflanzen, damit wir da auch mal einen Schritt weiterkommen. Wir nehmen hier alles mit. So, jetzt kann man noch sehr schön sehen, wie die Wurzel hier nachgewachsen ist, wenn wir sie zurückgeschnitten hatten. Und wir haben hier ein Blatt abgeschnitten. Und den Rest, den können wir jetzt einfach mal abmachen hier. Und dann sieht das wieder ein bisschen schicker aus, ne? Von Zeit zu Zeit. Wenn man zu viel Blattmasse hat, kann man ruhig mal Blatt abschneiden. Und dann ist gut, der Stiel, der trocknet ab und den kannst du dann abnehmen. So sieht das hier pH-Wert technisch aus. Mikrosiemenswert habe ich jetzt gerade noch nicht gemessen. Das mache ich eben noch schnell, bevor wir tatsächlich dann zum Einpflanzen kommen. Und ich mache mir jetzt auch mal kurz, überlege gerade, wo wir sie einpflanzen. Wir haben knapp 160 Mikrosiemens. Ja, knapp 160, ne? Also das ist okay. Zum Bewurzeln vollkommen ausreichend. Und in dem Zuge gucken wir uns auch mal kurz jetzt die Wurzeln an, wie die aussehen. Ja, also das sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Total genial. Und die Steckis sind auch schon am Wachsen. Hier kann man es vielleicht jetzt auch sehen. Hier unten kommt Trieb raus, ne? Und hier auch. Also das hat soweit schon mal wunderbar funktioniert. Langsam wieder reindrehen, die Geschichte hier. Ne, den kriege ich jetzt nicht mit rein. Vorsichtig. Also ist schon cool, wie die Wurzeln sich jetzt so entwickeln. Ne? Richtig klasse. Wobei, ich knicke den lieber nicht. Ich lasse den jetzt erstmal so, ne, dass wir uns da keine Wurzeln abbrechen. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Einpflanzen der wunderschönen Steckis. Wir haben mittlerweile unzählige Möglichkeiten. Wie du sehen kannst, werden wir auch heute unser Erdspezialmix ausnahmsweise mal wieder verwenden. Ich werde auch beide Pflanzen hier gleicherweise oder gleichzeitig oder zusammen, meine Güte, manchmal ist auch die Wortwahl, ne? Wir werden sie zusammen hier einpflanzen, damit ja das Ganze auch schneller durchwurzelt wird hier und wir dementsprechend später ja relativ schnell Wachstum gegeben haben, weil sie einfach, wenn sie mehr bewurzelt haben hier drin, das einfach besser läuft, ne? Und dann können wir umso schneller auch dann später wieder Steckis ernten. Das wäre natürlich genial, wenn das ratzfatz funktionieren würde. So, dann befüllen wir das Ganze jetzt hier mit so einem Erdspezialmix. Dazu gibt es auch einen separaten Film. Man kann es mit Urgesteinsmehl machen, man kann es ohne Urgesteinsmehl machen. Aber ich würde auf jeden Fall Holzkohle verwenden. Das ist für die Erde insgesamt eigentlich immer besser. Wenn man es könnte, wenn man jetzt andere Erden anmischt, würde ich dir auch raten, Holzkohle mit beizumachen. Muss da kleiner ein bisschen, ne? Ganz kleiner Fall. Ist immer besser. So. Okay, das heißt, 1, 2, 3 sind wir schon fertig. Jawohl, gucke mal, so einfach geht das. Da das relativ trocken ist, müssen wir immer zügig arbeiten, ganz klarer Fall. Wir gießen jetzt bei der 500er Variante erstmal und dann warten wir, bis die Schätze hier anfangen zu wachsen. Wir werden sie natürlich regelmäßig gießen, ne? Ganz klarer Fall. Und wenn sie etwas größer geworden sind, dann werden wir es auch einmal durchspülen und dann bei 1000 tatsächlich das handhaben. Ne? Denn auch die Monstera hier sind tatsächlich Starkzehrer und dann ist das auf jeden Fall eine Nummer einfacher. So, okay, yippie, so einfach kann das gehen. Das Wasser gieße ich jetzt allerdings wieder rein hier. Das wollen wir nicht verschwenden, denn die brauchen wir nicht spülen, weil unser Erdspezialmix ist schon gespült. Von daher ist das hier eine Hausnummer einfacher tatsächlich. So, okay, let it grow. Erdspezialmix. Jetzt haben wir schon einige Pflanzen drin. Hier Punica granatum nana. Wächst sehr gut. Richtig gut, muss ich sagen. Wunderbar. Ab und zu sollte man hier bei diesem, ja allgemein bei Erden definitiv, ne, die Oberfläche lockern. Ganz wichtig, damit immer schön Sauerstoff reinkommt und die Oberfläche auch relativ schnell abtrocknen kann. Dann hält sich die Feuchtigkeit hier drin auch wesentlich länger. Sollte man zwischendurch einfach mal machen. Dass es per Lied teilweise oben aufliegt, das ist nicht so schlimm. Das ist okay. Das ist normal, weil so die ersten, sagen wir mal, 2 cm vielleicht maximal, wenn man hier Wasser reingießt, dann kommt das Perlit nach oben. Das ist aber gar nicht schlimm. Überhaupt nicht. So, hier haben wir jetzt einen Kandidaten. Das ist ein Syngonium Albo Variegata. Bei der ist es so, die wächst auch sehr gut. Und bei der, die halte ich im Anstau hier. Also hier gieße ich immer Wasser nach. Sobald ich also sehe, dass es nur noch nass ist, dann gieße ich schon wieder Wasser nach. Ein ganz einfacher Grund, um zu gucken, ob das auch möglich ist, definitiv. Ne? Allerdings haben wir hier unten etwas von den Hydrokulturkugeln drin, weil die Löcher hier unten wesentlich größer sind. Ne? Man sieht auch, die Wurzeln wachsen jetzt schon raus. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil, wenn du es im Anstau hältst. Ne? Dann wachsen die Wurzeln natürlich auch ins Wasser, ganz klarer Fall. Das ist dann halt so gegeben, das lässt sich nicht vermeiden. Aber ich wollte hier mal austesten, inwieweit das Substrat dafür auch geeignet ist. Wir haben es ja auch in der Selbstbewässerung tatsächlich schon. Und auch da funktioniert es bis heute, dato. Ne? Aber nach wie vor alles Experiment, nicht vergessen. Ne? Und das begleiten wir auch fortlaufend. Hier gieße ich immer, wenn es notwendig wird. Ne? Ansonsten kann der Untersitz auch mal trocken werden, das ist nicht das Problem. Genauso bei dem Schätzchen auch, hier ist es auch trocken. Ne? Aber die Erde ist immer noch feucht, also wir müssen hier noch nicht gießen. Und von daher
Ja, das mal kurz so mitgenommen, das Experiment tatsächlich auch hier im Anstau. Und mal gucken, wie sich das dann im Laufe der Monate oder besser gesagt Jahre dann zeigen wird. Ja, langfristig eben, ne? Damit man das also auch begleiten kann, ob es wirklich funktioniert. Dann kommen wir ganz kurz zum Gießen im mineralischen Substrat. Wann muss ich hier denn wieder gießen? Woran kann ich das erkennen? Ja, eigentlich in erster Linie, wenn der Untersetzer trocken ist. In zweiter Linie, wenn die Oberfläche hier trocken ist. Ne? Also wenn das auch hier tatsächlich anfängt abzutrocknen, wird das auch heller in der Regel. Und dann kann man hier tatsächlich wieder gießen. Man kann es aber auch schon vorher machen im mineralischen Substrat. Also du musst nicht warten, bis es trocken wird. Aber jetzt ist so der Punkt angekommen, wo man gießen muss. Definitiv. Ne? Dass oben schon trocken wird und der Untersetzer trocken ist, dann kannst du wieder gießen. Das ist eigentlich relativ einfach zu erkennen. Wenn man das, die Pflanze so ein bisschen beobachtet, eine Zeit lang ist das gar nicht so schwierig. Und hier müssen wir noch lange nicht gießen, wenn die Oberfläche trocken wird, sondern da hat man noch ein paar Tage Zeit. Im Zweifelsfall kann man hier auch tatsächlich einen Fingertest machen, um mal zu gucken, ne, wie sieht das da unten aus, ist das noch feucht oder nicht. Kannst du hier übrigens auch machen. Ne? Das mal ganz kurz dazu. Und die Sachen im Erdspezialmix werden genauso gegossen und gedüngt wie alle anderen Pflanzen im mineralischen Substrat tatsächlich. Boah, tatsächlich auch. So, okay, kurze Pause. Bleiben wir kurz beim Erdspezialmix hier in der Setzbewässerung. Ich mache das mal kurz auf, hier, dass wir das betrachten können, wie das aussieht. Das ist nämlich jetzt leer, schon etwas länger. Die Erde ist aber selber noch feucht tatsächlich. Also das hat soweit ganz gut funktioniert. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also auch hier keine Schimmelbildung. Ne? Das ist schon mal genial, dass es tatsächlich funktioniert. Das heißt, heute können wir tatsächlich wieder nachfüllen bei 500. Ein kleines Problem gibt es noch, das heißt Problem, eine Erkenntnis müssen wir noch herausbekommen. Und zwar wird der Wasser hier reingesogen in den Topf. Ne? Jetzt natürlich die Frage, was reichert sich hier an? Also an Nährstoffen. Wie viel kann das Substrat speichern? Oder wird alles verbraucht von der Pflanze? Weißt du, was ich meine? Nicht, dass wir hier immer 500 reingießen, wenn das trocken ist wieder. Oder auch früher, je nachdem, ne, spielt keine große Rolle, musst du aufpassen, dass hier ausreichend Feuchtigkeit drin ist im Substrat. Ja, und wenn das hier reingesogen wird, verbraucht die Pflanze wirklich alles oder lagern sich hier Inhaltsstoffe ein und reichern sich an in dem Sinn, dass es mehr und mehr wird und irgendwann die Pflanze dadurch kaputt geht, die Wurzeln beziehungsweise, und dann die Pflanze. Das ist jetzt noch so eine Sache, die wir noch rauskriegen müssen, ne, von daher müssen wir abwarten. Voraussichtlich wird sich das irgendwann zeigen, ja, wenn die Pflanze leidet. Ne? Und dann müssen wir nochmal kontrollieren. Oder aber wir lassen das jetzt nochmal so. Ich weiß gar nicht, wie oft haben wir es jetzt befüllt. Zweite Mal, glaube ich jetzt. Ne? Und vielleicht das dritte Mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Und in dem Zuge sollten wir beim nächsten Mal das Ganze über Substrat gießen, durchlaufen lassen und dann später mal nachmessen, was dann hier unten tatsächlich reinkommt. Ob man da vielleicht dementsprechend schon Rückschluss draus ziehen kann. Aber bis jetzt sieht es gut aus, von daher ist es jetzt noch nicht zwingend notwendig. Aber das schon mal so mit in den Raum geschmissen, dass wir auch da natürlich irgendwann mal kontrollieren müssen, um es zu erfahren. Darum geht es ja hier. Ne? Okay, dann haben wir das Schätzchen auch wieder versorgt. Und dann haben wir da erstmal einige Tage, Wochen Ruhe. Und brauchen uns erstmal gar nicht drum kümmern. Gegebenenfalls, wenn die Oberfläche trocken wird, dann sollte man genauer nachgucken. Ne? Und dementsprechend dann wieder das Ganze befüllen. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, läuft die Geschichte richtig gut. Jetzt ist es soweit, heute. Ne? Weil irgendwann muss es mal sein. Gucken wir jetzt mal rein, ob sie überhaupt noch leben. Wollten sie ja eigentlich schon mal viel früher gemacht haben. Datum habe ich jetzt leider nicht drauf geschrieben. Die Alocasia Sebrina Knollen. Wie schauen sie jetzt aus? Leben sie überhaupt noch? Leben sie überhaupt noch? Und wenn ja, wie? Oh, hier guckt eine Wurzel raus. Ja, kann man so gar nicht sehen, ne? So vielleicht? Ja, guck mal. Da wachsen schon die Wurzeln durch. Ach du meine Güte. Jo, wird höchste Eisenbahn, würde ich sagen. Ne? Aber es gab viel zu tun in letzter Zeit. Und es gibt immer noch sehr viel zu tun. Von daher ist es halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ach, guck mal, der andere ist auch schon am Wachsen, der dritte. Also hat auch das wunderbar funktioniert. Ich reiße mal das Zeber offen hier. Ist dann wahrscheinlich einfacher, um die Wurzel hier auch rauszubekommen, heile. So, jawohl, guck mal, hat auch wunderbar geklappt. Och, das sieht aber richtig gut aus, muss ich sagen. Guck dir das mal an. Allerdings haben wir jetzt einen klitzekleinen Nachteil. Auch den nehme ich erstmal weg hier. Dann den hier, der ist ein bisschen angewurzelt. Oh, rein, nicht an, reingewurzelt auch tatsächlich. Ja, das ist der Nachteil im Zebra. Der ist aber nicht so tragisch, das kriegen wir auf jeden Fall auch in den Griff hier. So, ganz vorsichtig. Da ist noch eine Wurzel. Ja gut, wir wollten sie eigentlich auch viel früher schon rausgenommen haben, aber es geht, guck mal, ne? Das klappt also wunderbar.
Ja, der Nachteil ist, die Wurzeln sind nach oben gewachsen. Hätte ich sie vielleicht noch mal richtig hinhängen sollen. Aber so ist das halt, ne? Da machst du nichts. So, ach, guck mal, das geht doch wunderbar. Hier vorsichtig ziehen, guck mal. Ja, das ist doch total klasse. Jetzt nur die Frage, wie pflanzen wir die ein, ne? Also das ist jetzt natürlich mal, ja, okay. Also auch der kommt jetzt tatsächlich. Also das hier mit der Methode hat wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Richtig klasse. Dann schmeißt du die Alufolie auch nicht weg. Die braucht man dann mit Sicherheit ganz bald wieder. Ja, das heißt, wir werden sie jetzt einpflanzen. Allerdings muss ich mal wieder gucken, wo und wie wir das machen, ne? Ja, also dass die Wurzeln jetzt nach oben gewachsen sind, das ist ein bisschen blöd, ne? Ich sag's dir doch. Okay, so lernt man ständig dazu. Wir kommen jetzt zum Einpflanzen. Wir machen uns das jetzt so einfach wie möglich. Mal auf. Wir nehmen wieder unser mineralisches Substrat. Ich werde die jetzt mal schon mal reinlegen hier. Vorsichtig im Kreise. Wir setzen sie auch in einem Moment ein bisschen noch etwas tiefer. Etwas tiefer. So, einmal so, einmal im Kreise und einmal so. Ja, das klappt doch ganz gut, ne? Weil die kannst du auch hinlegen und einpflanzen. Die musst du also nicht in die Senkrechte so, ne? Sondern die können auch liegen, definitiv. Das ist also nicht das große Problem. Und dann machen wir das jetzt auch so. So, wunderbar, klappt doch. Dann bedecken wir das Ganze jetzt, sodass die Wurzeln alle unter dem Substrat liegen, ne? So, das ist okay. Und später, wenn sie rausgewachsen sind, können wir noch mal ein bisschen nachfüllen dann, ne? Das ist dann soweit gut. So, hier spülen wir tatsächlich einmal durch, weil das frisches Substrat ist. Das machen wir grundsätzlich, um halt Inhaltsstoffe rauszuspülen, gegebenenfalls die hier drin sind, wo die Pflanzen nichts mit anfangen können, ne? Aber das kennen wir ja schon. Bei dem mineralischen Substrat machen wir das auf jeden Fall. Und auch bei der Kokoserde, ne? Aber die bereiten wir vorher schon vor, bevor wir sie anwenden bzw. verwenden, damit wir sie schon fertig haben, ne? So, siehst du wohl, ging noch einfacher als gedacht. Und das kann tatsächlich hier auch dann im Anstau stehen. Okay. Last but not least kommen wir zum Perlit. Ja, auch das haben wir im Experiment momentan. Ob das Sinn macht oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Aber es funktioniert soweit. Also auch das Schätzchen hier steht tatsächlich im Perlit. Wächst. Wächst zwar tatsächlich anders als die anderen Pflanzen, aber auch wunderschön anzusehen. So, und dann haben wir das Schätzchen noch hier. Das ist übrigens die Alocasia Red Secret und das ist die Alocasia Stingray. Hier haben wir damals die Knolle direkt reingesetzt ins Perlit und haben sie wachsen lassen. Und seitdem steht sie hier auf dem Tisch rum hier vorne. Und was soll ich sagen? Auch die sieht wunderbar aus. Also auch das geht tatsächlich. Sollen wir die jetzt mal in einen richtigen Topf pflanzen, so wie die auch? Mit Perlit oder in dem Sinne nur mit Perlit. Wie gesagt, da ist nur ein Test, ne? Versuch, macht klug, wir wissen von daher. So, Wasserkultur 6,77 ist der pH-Wert hier. Das ist unsere Pilea, die wir eigentlich neu bewurzeln wollen und dann wieder einpflanzen. Aber so wie sich zeigt, bleibt sie im Wasser. Manchmal ist das so, ne? So, Mikrosiemenswert ist hier bei knapp 270, also auch das okay. Hier fülle ich auch sporadisch momentan noch, weil ich wollte sie eigentlich, wie gesagt, umpflanzen eigentlich, ne? Aber jetzt mittlerweile, denke ich mal, werde ich das dann auch so handhaben, dass ich sie also hier im Wasser tatsächlich belasse, um mal zu gucken, wie lange sie das mitmacht, ne? Einfach mal Versuch, mach klug. Sie müssen allerdings etwas mehr Licht bekommen, aber bis jetzt, würde ich sagen, geht es noch. Nur die besten Plätze hier, die sind alle, ich sag's mal so, belegt, ne? Ist so. Von daher muss man mal wieder gucken, wer wo hingestellt wird, damit er vielleicht ein bisschen besser wächst, aber insgesamt läuft's. So, weißt Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. So, meine Lieben, das war doch sehr interessant heute mal wieder. Mehr oder weniger könnte man sagen, ist das auch jetzt, ja, wie soll man sagen, nochmal aufgefrischt in dem Sinne, ne? Für alle, die das noch gar nicht gewusst haben, was hier so abläuft, die haben das vielleicht auch ein bisschen mitgenommen heute. Aber alles kann ich nicht in einen Film unterbringen, das geht nicht. Das sind Dinge noch eine Möglichkeit. Das eine oder andere auf jeden Fall. Ja, interessante Geschichte auf jeden Fall. Wasserkultur, Erdmix oder auch mineralisches Substrat im Mix. Holzkohle haben wir auch noch, ne? Das haben wir heute nicht thematisiert, muss man auch nicht immer machen. Auf jeden Fall schon mal interessant zu sehen, ja, wie die Pflanzen so auf das Gesamte hier so reagieren in den unterschiedlichen Medien in dem Sinne, ne? Okay, ich würde sagen, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder.